Schön, dass du da bist. Ich habe den ganz spontanen Impuls jetzt erhalten, so dass ich es rausbringe, dass für dich, für jemanden da draußen, vielleicht ja für dich, eine Liebesbotschaft von deinem Gegenüber oder etwas, was er dir sagen möchte, zu dir möchte. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, wenn du ein Mann bist, dann drast es bitte entsprechend um. Ich danke dir recht herzlich. Gut, du weißt, es ist eine kollektive Legung und es ist jetzt keine persönliche Kartenlegung. Ich lege los. Ich schaue einfach mal, in welcher Situation du bzw. ihr gerade seid, damit du das irgendwie zuordnen kannst. Okay? Schluck Tee. Und los geht's. Ah, da liegt er schon. Der König der Münzen. Viel Gefühl ist hier. Eure Situation jetzt aktuell, genau wo du dieses Orakel schaust. Zeitunabhängig ist dieses Orakel, gell? Das ist sehr interessant. Eine Sekunde. Ich habe da zwei Männer liegen. Ich kriege eigentlich mehr deine Situation als eure. Ich habe da zwei Männer liegen. Den König der Schwerter und den König der Münzen. König der Schwerter ist jemand aus der Vergangenheit. Und mit dem König der Münzen hast du jetzt Kontakt. Es ist so, ich muss das korrigieren. Mit dem König der Münzen hast du nicht jetzt Kontakt. Der würde sehr gerne Kontakt mit dir aufnehmen, kann aber nicht. Entweder hast du ihn blockiert oder es geht aufgrund der Situation nicht. In der er steckt, da sind große Gefühle da. Der hätte gerne einen Neubeginn mit dir und möchte gerne mit dir reden. Was ist mit dem König der Schwerter? Soll er das an? Jetzt liegt der dritte. König der Stäbe. Der nächste. König der Stäbe ist in einer Situation,
dass er feig ist, weil er was aus der Vergangenheit bereut. Du, ich sag dir was, das ist. Ich schaue mir den König der Schwerter an, aber der König der Münzen ist jemand, der komplett in einer Sackgasse steht, dir gegenüber, hätte gerne einen Neubeginn mit dir und darf gerne mit dir reden, hat starke, starke Gefühle und könnte sich eine Liebesbeziehung, vielleicht habt ihr es ja schon gehabt, gemeinsam vorstellen. Tatsache ist, dass die Situation zwischen euch beiden wirklich ansteht, ja? Zehn der Kelche. Es kann ja sein, dass ihr in einer Beziehung seid, aber diese Situation dermaßen verfahren ist, dass echt man echt nicht mehr weiß, nach vorne und zurück. Oder aber es ist jemand, der sich entweder massiv blockiert fühlt oder er sogar blockiert ist mit dem Gehängten. Gell? Der nächste ist der König der Stäbe, der anscheinend echt einen Mist gebaut hat, der da mega schlechtes Gewissen aufgrund dessen, was in der Vergangenheit er da angerichtet hat. Und der dritte, den schauen wir jetzt näher an, König der Schwerter. Das ist der Merlin. Eine Sekunde bitte. So, da bin ich wieder. Verzeihung. Ja, der König der Schwerter ist der dritte im Bunde in der aktuellen Situation bei dir, den du bereits kennst. Ihr habt bereits eine Vergangenheit miteinander. Da geht es um eine Entscheidung in der jetzigen Situation. Also die beiden Kandidaten, ja, König der Münzen und König der Stäbe, so wie es mir da liegt, wenn du da eben resonierst mit dieser Legung, gell? Nicht jeder kann dabei sein, das weißt du. Es sind Männer, die, also wo die Situation, also beim König der Münzen nicht einfach ist, ich habe es beschrieben, der kommt entweder gar nicht durch zu dir oder die Situation ist extrem verfahren und der möchte gerne einen Neustart. Der König der Stäbe, der hat ein total schlechtes Gewissen, der hat Mist gebaut und weiß jetzt nicht, okay, welche Strategie und Taktik soll er anwenden. Der König der Schwerter, mit dem teilst du, also den kennst du schon länger. Das schaut da recht harmonisch aus, vielleicht ein bisschen langsam mit der Mäßigkeit. Und da geht es aktuell um eine Entscheidungssituation. Also man weiß, okay, es muss jetzt mal irgendwie zu einem Punkt kommen. Zweifel sind da. Und ich schaue mal, warum Zweifel da sind. Es sind Zweifel bei dir da, ob du, wenn du mit dem König der Schwerter, mit diesem Kandidaten, ja, vorangehst, ob du dann deinen Grundsätzen, die du hast, liebestechnisch betreffend, treu bist und bleibst. Das, was dir wichtig ist, deine Grundsätze. Deine Zweifel sind aus dem Grund, weil in dir die Vermutung ist, okay, ob du dich dann nicht selber betrügst, belügst und eigentlich selber sabotierst. Du bist dir nicht sicher, ob du
das weiter aufbauen sollst oder weiter, dass sich das weiter aufbaut. Er, der König der Schwerter, bleibt aber schon dabei, wenn auch mit kleinen Schritten. So, jetzt ist die Legung ganz anders gelaufen, als ich mir das eigentlich gedacht habe. Gut, ich werde dir sagen, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt für jeden Mann, ich habe die Charaktere beschrieben, ich habe die Situation beschrieben, einen Rat, einen spirituellen Rat erbitten von den Karten. Genau, so ist das jetzt da. Und ich hoffe, das ist hilfreich für dich. Gut. Na, Schluck Tee, dann geht's los. Beziehungsweise. Ich frage anders. Ich frage, welche Schritte oder was hast du zu erwarten von diesen drei Männern? Der König der Münzen, der König der Stäbe, ich habe genau beschrieben, welche Energie der jeweilige Mann ist, und dann der König der Schwerter, beziehungsweise in welcher Situation du mit diesem Mann gerade bist, ja, das kannst du dann dir nochmal anhören. Was hast du vom König der Münzen zu erwarten? Was hast du vom König der Stäbe zu erwarten an Handlungen, an Taten? Gibt es überhaupt welche? Und was hast du vom König der Schwerter zu erwarten? Welche Botschaft überbringt dir der König der Münzen? Welche Botschaft überbringt dir der König der Stäbe? Und welche Botschaft überbringt dir der König der Schwerter? König der Münzen. Der König der Münzen der wartet ab, ob du etwas machst. Es kann sein, dass der wirklich blockiert ist oder nicht so handeln kann, wie er gerne würde. Er wartet, wann du auf ihn zugehst oder ob du auf ihn zugehst. Und dann hat er grünes Licht. Weiters sagt er dir, ich versuche, das Richtige für alle Involvierten zu tun. Und er sagt dir, dass er bemüht ist, dass er jeden es jedem recht machen möchte. Okay? König der Stäbe, der da Mist gebaut hat. Was tut er? Was sagt er dir? Das muss ich klären. Na, der liegt tot. Das kann nicht sein, dass er nichts tut. Oder aber etwas, also eine Handlung, die du, die ganz anders ist, als du von ihm erwartest oder dir denkst. Und er sagt dir,
Ich vermisse dein Lachen, den Klang deines Lachens. Und ich vermisse unsere humorvollen Zeiten, unsere humorvollen gemeinsamen Zeiten. Also da vermisst dich jemand. Gut, den Tod kläre ich noch, vertiefe ich noch. Was tut er? Ja, König der Stäbe. Ja, also da kannst du erwarten, dass er aktiv in deine Richtung wird, mit dem Magier. König der Schwerter. Was tut er? Nein, der Stäbe. Und er sagt dir, I love you. Der König der Schwerter ist zurückhaltend bis hin zu verschlossen mit den Neun der Stäben. Vorsichtig aufgrund von alter Verletzungen. So. Und jetzt kommt der Rat der Karten an dich. Bitte hör immer auf dein Herz, auf das, was in dir ist, als Impuls, Six, als Inspiration. Ich meine, der König der Münzen wartet, dass du was machst. Wahrscheinlich kann er überhaupt nicht handeln. Also lass mal den mal aus. Naja. Vielleicht kommt dir, dass du dich bei ihm melden könntest oder ihm da grünes Licht geben könntest. Na, schauen wir uns alle drei an, gell? Übrigens, ich weiß nicht, wann du eben diese Legung schaust, aber es gibt eine Rauhnachtbegleitung von meiner Seite. Schau da mal, sofern du die Legung diese hier in den Rauhnächten schaust. König der Münzen. Und danke übrigens für dein Abo, für dein Like und fürs Teilen von meinem Kanal. Freut mich sehr. König der Münzen, was raten dir die Karten? Was ist der Tipp? König der Stäbe. Was raten dir die Karten ihm gegenüber? Und der König der Schwerter. König der Münzen. Die Karten raten dir mit dem Ritter der Stäbe eindeutig, dass du ihm sehr wohl grünes Licht geben kannst, darfst, natürlich, wenn es sich für dich stimmig anfühlt. Gell? Er braucht es, damit er überhaupt in Aktion treten kann oder damit gewisse Dinge überhaupt geschehen können. König der Stäbe. Die Karten raten mit den drei der Münzen. Der meldet sich ja, der König der Stäbe, dass du dir das mal anschauen sollst, die Zeit lassen sollst, aber dir das mal anschauen sollst. Also nicht abwehren, sondern schauen, was sich daraus entwickelt.
oder wiederentwickelt. Da gibt es ja Vergangenheit. König der Schwerter. Du sollst gar nichts tun. Der Gehängte. Nix. Die Aussage ist nichts. Nichts tun. Den Mann tun lassen. Den König der Schwerter tun lassen. Und jetzt schauen wir noch zum Abschluss. Die Entwicklung, die mögliche Entwicklung. Sehr spannende Legung. Mit dem König der Münzen, König der Stäbe und König der Schwerter. Die mögliche Entwicklung. Ja, so, ich sage mal 2 bis 4 Wochen, ab dem Zeitpunkt, wo du diese Legung schaust. Die mögliche Entwicklung. Es liegt ja immer dann an beiden. König der Münzen. Mit dem König der Münzen. Mit dem König der Stäbe. Und König der Die mögliche Entwicklung. König der Münzen. Oh. Die Sonne. Auf alle Fälle mal, dass ich es rausbringe, in der näheren Zukunft eine positive Entwicklung, eine wohlgesonnene Entwicklung, unabhängig davon, warum da der König der Münzen einfach heute ansteht. Positiv. Einer der schönsten Karten des Tarot. So, wie ist die mögliche Entwicklung mit dem König der Stäbe? Die Herrscherin. Es gibt 2 Möglichkeiten zur Deutung. Erste Deutung ist, dass du das bist, dass sozusagen die Entwicklung an dir liegt, dass sie das nach dir richtet. Zweite Möglichkeit ist, die Herrscherin ist eine Karte des Wachsens und Gedeihens, der Fruchtbarkeit. Grundsätzlich. Also definitiv eine Weiterentwicklung und ein Wachsen und Gedeihen dieser Verbindung. Der König der Schwerter. Ja, wie ist die mögliche Entwicklung? Aber wie gesagt, für die nähere Zukunft, ja. Hinten noch kann es anders doch schon. Ja. Wir haben wieder die Entscheidung. Die Gerechtigkeit. Es geht um ein Abwägen, also es ist, und zwar um ein nüchternes Abwägen, was passt nicht. Es ist eine Entscheidung zu treffen. Darum geht es da. Das zeigt es jetzt wieder. Ich schaue jetzt noch einmal, wie ist die mögliche Tendenz? Definitiv treffen bis hin zu einer Partnerschaft. Die 4 der Stäbe. Alle 3 liegen eigentlich recht gut. Einen letzten Rat hätte ich noch gern von den Karten für dich. Diese ganze Situation betreffend. Und dann schließe ich ab. Die Karten raten dir oder sagen dir, es geht darum, dass du alte Strukturen verlässt, mit dem Turm niederbrechen lässt und Neues probierst, einen anderen Weg gehst als bisher.
dass du alte, verfahrene Wege gehen lässt. Für Veränderungen bereit bist, veränderte Verhaltensweisen auch. Vielleicht hast du das bisher so manches anders gemacht oder hast du bei der Legung jetzt gesehen, wo du sagst, na, das darf ich überhaupt nicht so machen, Gottes Willen. Es ging nur darum, da mal mit alten Verhaltensweisen zu brechen. Gut. Ich danke dir recht herzlich fürs Mitdabeisein. Bis bald und viel, viel Segen für dich, Stella.